Samstagmorgen, 6 Uhr. Ich habe heute durch Zufall frei und will jetzt den E1 West machen. Nach Vossloch, Bramstedt fahren. Wir werden ungefähr 2,5 Stunden unterwegs sein, also 8:30 Uhr sollte es da sein und dann sollte es losgehen bis nach Itzehoe, so irgendwo um die 35 Kilometer. Ja, und von Itzehoe geht es dann mit dem Zug wieder zurück. Itzehoe ist dann erstmal außerhalb AVV-Gebiet. Ich bin in Vossloch. Hier habe ich letztes Mal auf dem E1 aufgehört und hier soll es jetzt heute weitergehen. Dann wird es jetzt, Tagesziel wird sein Itzehoe. Das sind gemäß GPX-Gerät ungefähr 35 Kilometer. Den Treck habe ich eigentlich geladen, war zwar schwierig genug, aber ging dann auch so. Und dann gucken wir mal, was der Tag jetzt bringt. Die ersten Brombeeren. Ich weiß nicht, da die Sonne wieder mal so blöde scheint, ob man die sehen wird. Die ersten Brombeeren am Wegesrand. Die ersten Brombeeren sind noch ein bisschen, dauern noch nicht richtig viel Zucker, aber sie sind reif. Man kann sie essen. Erste Brombeeren sind da. Mal gucken. Wenn er natürlich so weitergeht, muss man wieder aufpassen, dass man nicht irgendwann nur noch Brombeeren isst und gar nicht mehr ankommt. Habe ich mich wieder gerade eben verlaufen. Ich bin von vorne gekommen und habe dann, weil von der anderen Seite steht erstmal gar kein X, auf dieses X, was hinter der Kreuzung steht und einen geradeaus aufweist, da haben wir wieder mal den Salat. Dann stand ich da, was wollen mir diese Ausflaggung jetzt sagen? Mit dem Taxameter Probleme hatte, einen vernünftigen Truck rauszuhauen. Darum habe ich jetzt den kompletten E1 West da drauf und da rein zu zoomen ist immer so eine Aktion. Okay. Darum hatte ich mich jetzt verlassen, dass das X aus der Gegenseite auf der anderen Kreuzung steht und geradeaus weist, heißt, ich muss geradeaus. So, dann irgendwann wurde mir dann doch schleierhaft, habe mal nachgeguckt und dann stellte ich halt fest, nein, wieder mal links rum, also nach Backbord. Ja. Ist jetzt gerade angefangen zu regnen. Wir sind bei Kilometer 12 ungefähr und seit 2 Stunden 40 unterwegs, wobei wir relativ langsam sind, weil die Brombeeren sind, fangen halt an reif zu werden. Und ich habe schon sehr viel Brombeeren auf. So, und jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich tue in Sachen Regenjacke. Aber ansonsten bis jetzt sind die Wege recht schön ausgeflaggt. Die Ausflaggung könnte besser sein an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Mal musste ich jetzt auch schon nachgucken, wie der Wegverlauf denn wirklich sein sollte, weil X fehlten. Und ansonsten bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden. Von da bin ich gerade gekommen. In die Richtung geht's, weil da oben am Baum hängt auch ein X. So, was mir auffiel, ist hier geradeaus dieser Weg. Da hinten ist auch irgendwie noch so eine richtige Hütte. Läuft, es geht voran, es hat geregnet, er hörte wieder auf, es hat wieder angefangen, jetzt ist wieder Ruhe. Gerade war wieder ein bisschen Infrastruktur, also war ein Daudenhof. War doch eine, es ist eine Oldtimer-Stelle auf dem Weg. Da habe ich dann auch einen intakten Bahnhof gefunden. Wie viele Züge dann da im Jahr fahren, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sah mir das aus, als wenn es da wirklich noch Personenverkehr gibt. Hier ist eine Kreuzung und nachdem ich dann mal das X zur Bestätigung suchte, fand ich es dann auch. Ja, noch ist es so groß, dass man es auch unter Efeu noch erkennen kann. Bloß, ja, Efeu überwachsene X, da bin ich mittlerweile ja, eingebranntes Kind. Es ist jetzt 14:45 Uhr. Wir haben 22 Kilometer geschafft. Natürlich werde ich jetzt auch langsamer.
Aber so ganz allmählich bemühe ich mich auch mal irgendwo Pause zu machen. Aber die Straße gefällt mir so überhaupt nicht. Nur das finde ich auch mal so ein bisschen skurril. So irgendwelche wilden Straßenschilder, so mitten im Wald, mitten in der Pampa. Ich hatte jetzt gerade sowas wie Siesta gemacht. Das mache ich ja wohl öfter mal auf den Wanderungen, dass ich mich mal irgendwo einfach eine halbe Stunde auf eine Parkbank lege. Auf dieser Tour ist nun dummerweise keine einzige Parkbank gewesen. Seitdem ich in Vossloch-Bramstedt gestartet bin, habe ich keine Parkbank gesehen. Keine einzige. Nicht mal eine, die eventuell nicht in Frage kommt. Keine. Ja, darum war ich jetzt auf die Idee gekommen. Also auf den Boden zu legen, Isomatte drunter und hab da gedöst. Jetzt habe ich gerade die letzte Wasserflasche angeschlossen ans Trinksystem. Ja, habe mich natürlich gerade auch mal wieder verlaufen, weil ich an der Ecke, wo ich jetzt zurück muss, sind nur 100 Meter. Aber dennoch, ich habe noch davor gestanden und mit den X'en geredet. Und ansonsten sind wir bei 30 Kilometer, 35 sollen es ja insgesamt sein. Also müsste es jetzt auch dem Ende zugehen, dass wir gleich in Itzehoe sind. Ich kam von hier. So, und ich entdeckte dann diese beiden X. Gut. So, und da oben steht noch eins auf der Rückseite des Vorfahrtsschildes. Ja, bin ich natürlich jetzt bloß zu blöd, das nach rechts zu deuten, und wieso habe ich es nach links gedeutet? Ich weiß, dass ich davor stand und überlegt habe und dann die Entscheidung getroffen habe. Nun ja, gut sieht das erstmal von hier nicht aus. Da haben die aber auch abgesperrt. Da geht auch gar kein Weg hinten weiter, ist auch ein Tor. Wir wollen wieder mit dem GPX-Gerät außen rum. Ach, hurra! Hier sind wir, kommen wir wieder auf den Weg von der anderen Seite. Da ist unser X auch wieder. Wobei, das kann man auch wieder so und so deuten. Ja. Ich wollte sagen, ansonsten wäre das teuflisch, wenn man da jetzt reinmarschiert und dann an der Brücke steht und dann merkt, dass es nicht weitergeht. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie rüber. Sieht aber alles schon sehr wackelig aus. So, und da oben ist ein Deich und da wollen wir hin und momentan bin ich auf so einem Tiefpunkt. Ich sehe zwar den Itzehoer Wohnturm von hier und der kommt auch näher, aber momentan bin ich doch auf so einem absoluten Tiefpunkt. Die 35 Kilometer sind auch um. Dass wir heute noch zum Bahnhof kommen, irgendwie,
Vielleicht geht es auch gleich wieder besser. Sobald, wenn ich die Brücke mit der Bundesstraße sehe, denke ich, geht es wieder bergauf, weil dann weiß ich, wie weit der Bahnhof noch weg ist. Langsam geht's voran, der Turm wird größer. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nur noch am Schleichen die letzten paar Meter jetzt. Ein paar Meter sind es jetzt schon noch. Bis hinter den Turm müssen wir noch. Und wir müssen vorher diesen Bach da noch überqueren. Das kommt ja auch noch am Mediamarkt hier. Ja, auch hier fehlt wieder die Stufe. Hier ist wieder das, was ich meine. Hier sind wir zum ersten Mal heute wirklich in einer Zivilisation. Famila, Burger, Mediamarkt, sogar ein Möbelhaus ist da. Hier sind wir im Industrie vom Alsengebiet. Das ist der Bach, an dem wir lange krochen, muss ich fast sagen, sind. Den überqueren wir jetzt, das ist die Stör. Und die hat, soweit ich weiß, Ebbe und Flut, also sprich Tidehub. Und momentan ist wohl Ebbe, all dieweil das Wasser abläuft. Hier verlassen wir jetzt den E1 West. Der geht da in diesem Weg weiter. Da gehe ich jetzt heute nicht mehr hin. Ich gehe jetzt da vorne über die Ampel. Und bin dann am Bahnhof recht schnell. So, und da vorne ist dann auch mein Bahnhof und da ist dann auch das Ziel. Oh, und die letzten 1000 Meter sind mit die anstrengendsten. Warum eigentlich? Das waren jetzt 39 Kilometer. Es ist 20.20 Uhr. Ich bin in Itzehoe auf dem Bahnhof. Ein Kilometer war es jetzt noch. Verlassen der Strecke bis hierher zum Bahnhof ungefähr. Geschwindigkeit in Bewegung 4,3 km/h. Geschwindigkeit insgesamt 3,3 km/h. 9 Stunden und 6 Minuten in Bewegung. 2 Stunden und 44 Minuten Pause. Oder halt gestanden, wieder mal Weg gesucht und so weiter. Eine schöne Tour. Ja, ansonsten war es eine schöne Tour. Die Ausflaggung ist hier und da, Ergänzungen sind möglich und sinnvoll. Ob ich komplett richtig auf dem Weg war, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich den Weg gefunden. Das war wieder mal das Problem. Ich bin ja in Vossloch bei Bramstedt losgegangen und unterwegs war wieder mal keinerlei Infrastruktur. Der erste Lebensmittelladen, den ich auf der Strecke hatte, war wieder eher in Itzehoe. Der Familiamarkt, Oma Mediamarkt. Jo. Jetzt fährt gleich mein Zug. Bis in diesem Sinne. Tschüss.